Auf der Eat in Style, Deutschlands größtem Food-Festival, kommen Kulinarik-Fans voll auf ihre Kosten. Hier gibt es Live-Shows der besten Köche, Tipps aus der Profiküche und Verkostungen edler Getränke und Speisen. 400 Branchenexperten bieten auf der Eat in Style einmalige Inspirationen für Hobbyköche und Fachleute. In insgesamt 5 verschiedenen Städten informieren sich über 100.000 Besucher über die Foodtrends von heute und morgen. Das i-Tüpfelchen bei jedem gelungenen Essen ist er, der Wein. Vor allem deutsche Weine bieten eine große Geschmacksvariation und selbst zu exotischen Meeresfrüchten, wie sie Kochprofi Bim van Engelenburg zubereitet, gibt es darunter hervorragende Begleiter. Romana Echensperger gilt als eine der renommiertesten Sommeliers Deutschlands. Sie weiß, worauf es bei der Auswahl des passenden Weines zu unterschiedlichen Gerichten ankommt. Wein-Food-Pairing lautet das Stichwort. Also Meeresfrüchte, wenn man jetzt so Muscheln nimmt, die werden ja so oft leicht gedämpft und also so Miesmuscheln auch mit so ein bisschen Kräutern dazu und so weiter. Das geht wunderbar mit so mineralischen deutschen Weißweinen zusammen. Im rund 50 Quadratmeter großen Bereich Wein and Style erleben die Besucher die ganze Vielfalt bester deutscher Weine. Das Angebot reicht vom Weißburgunder aus dem nordöstlichen Gebiet Saale-Unstrut über den klassischen Riesling aus dem Rheingau bis hin zum kraftvollen Lemberger Rotwein aus Württemberg. Die Verkostungen bieten den Besuchern bisher ungeahnte Weingenüsse, zum Beispiel mit der Kombination aus Wein und Schokolade. Einmal haben die Schokolade und Wein auch in der Erzeugung einiges gemeinsam. Die Kakaobohne wird ja auch erst fermentiert, bevor eben dann der Geschmack entsteht. Beim Wein ist es sehr ähnlich. Und es gibt auch geschmacklich viele Verbindungen, also auch in der Bitterschokolade, das was man kennt, das Kakaoaroma, dieses Vanillierte, dieses Kräftige, findet man auch im Wein wieder. Das sind die gleichen Aromen, die dort vorhanden sind. Und das ist einfach eine sehr, sehr gute Kombination, die da entsteht mit den verschiedenen Schokoladen und den verschiedenen Weinen. Und natürlich darf auch der Klassiker zwischen den Verkostungen nicht fehlen. Die Genusskombination aus Wein und Käse ist für viele Weinliebhaber das Nonplusultra. Viele Verbraucher denken Rotwein zum Käse, aber eigentlich ist das gar nicht so richtig, weil Rotwein würde nur zu diesen Hartkäsen passen. Sonst, wenn man Rotwein zum Beispiel zu Blauschimmelkäse oder zu Ziegenkäse kombiniert, hinterlässt die Kombination sehr metallischen Geschmack. Der neue Klassiker wäre für mich, einfach einen etwas restsüßen Wein dazu zu nehmen. Für mich die beste Kombination ist ein Gewürztraminer, wo wir in Deutschland wunderschöne Gewürztraminer haben. Wenn man eine Käseauswahl hat vom Ziegenkäse über den Hartkäse, Blauschimmel, Rotschmierkäse, passt der dann eigentlich zu allen sehr gut dazu. Manchmal ist weniger eben mehr. Ein köstliches Stück Käse und deutscher Qualitätswein, der perfekt vollkommene Genuss.